Herzlich willkommen wieder aus der Taino-Grillecke mit Servus. Dem Stefan. Hi. Und mir, dem Emanuel. Heute haben wir wieder mal was herbstlich. Ist das herbstlich? Oh, es ist schon Winteressen und ich kenne es noch aus meiner Jugend. Meine Oma hat das früher gemacht, meine Mama hat das früher gemacht, ich mache es. Ich kenne das gar nicht. Du kennst keinen Döppelkuchen? Nein, ich kenne das nicht. Naja, es passiert, der kommt halt aus dem Ausland. Kann man nichts für Weißwurst-Äquator. Das ist, sag mal, es ist ein rheinisches Rheinländisches. Es ist ein rheinländisches Rezept. Das ist richtig. Ja, wir machen es uns nur diesmal einfacher. Es gibt mittlerweile so tolle Reibekuchenteige. Teige, ne? Ja. Reibekuchenteige. Es lohnt sich nicht mehr, diese selber zu machen. Meine Oma hat sie damals noch alle selber gerieben und ausgewrungen und Arbeit, ne? Stärke aufgemacht. Ja. Meine Mutter dann schon nicht mehr und ich habe das auch übernommen, weil es ist viel einfacher. Also, wir haben hier 2 Kilo Reibekuchenteig, dann Bacon, ein Zwiebelchen und Mettwürstchen. Also hier bei uns heißen die Mettwürstchen. Ja. Ich weiß nicht, wenn die im Norden guckt, schreibt mal drunter, wie ihr das nennt. Ich weiß nur, Mettwurst ist für die im Norden nämlich eigentlich eine Salami. Ich habe keine Ahnung, wie die da eigentlich nennen. Schreibt mal Osten, drunter. Süden auch. Ne? Da gibt ja verschiedene. In Bayern heißt es vielleicht so Pfefferbeißer oder sowas. Ja, Pfefferbeißer heißt es hier auch, wenn Pfeffer drin ist. Ach so, tatsächlich, ja. Jo, also ich würde sagen, wir schnacken jetzt mal nicht weiter. Nee, auf geht's. Du hackst die Zwiebel klein. Ja, und ich wieder heule, ne? Ja. Ja, ich sehe, ich kann dich gerne, dich gerne weinen sehen, bei Mädchen nicht. Oh, okay. Den stellen wir mal runter, den brauchen wir gleich. Und ich kümmere mich dann um die Würstchen in der Zeit. Ja, ich hole mal gerade noch ein Brett. Ich kümmere mich um die Würstchen, habe ich gesagt. Ich habe so Hunger. Schlimm. Letzte Video hat er den Zwiebelkuchen gefressen. Wenn ihr mir nicht glaubt, guckt nach, guckt euch das Video an. Man darf dem nicht den Rücken kehren. Der war so krass lecker. Wenn man dem Emanuel den Rücken kehrt, fehlt was. Ich habe dir eigentlich auch ein Stück abgeschnitten. Nee, ich mag die nicht. Echt? Na gut. Also ich mag die nicht, ist falsch. Ich esse die nicht so gerne, weil ich habe sie dann zwischen den Zähnen. Stört mich eigentlich nicht, dann hat man noch länger was von. Ne? Ja. So, die schneiden wir jetzt einfach in kleinere Scheibchen. Das Schöne am Döppelkuchen ist ja, du kannst quasi reinschmeißen, was du zu Hause hast. Ja, da und dann einfach diesen Reibekuchenteig dazu und Fett. Dazu und Bums. Okay. Ob du jetzt hier Mettwürstchen, Pfefferbeißer, Speckwürfel, Kantenspeck, was weiß ich. Was das, man halt so zu Hause im Keller so, hat, ich sag mal, das ist ja so ein, früher hat man das hier auch als Stadt, das ist so ein typisches St. Martinsessen. Ah, okay. In den reichen Häusern hat man Martinsgans gegessen, und die sich das nicht leisten konnten, da gab es traditionell den Döppelkuchen. Verstehe, okay. Gut, ist ja auch lecker. Ich weiß gar nicht, was ich besser finden will. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Die Zwiebel in Würfel, oder? Ja, kleine feine. Aha. Also möglichst nicht so Kälberzähne. Aha. Na gut. Zähne, nicht Zehen. So, wir schneiden das jetzt hier noch zu Ende. Und dann machen wir die Kamera wieder. Ich würde sagen, wir fangen an. Also, als allererstes, du hast ja eben die Händchen gewaschen. Ja, also leg doch mal das Backpapier der Griller aus. Das Backpapier, welches hier in so schönen Streifen. Ja, das ist Naturbackpapier. Ja, das ist unvorbei das leckerste Backpapier der Welt. Ja. Ja. Also damit legen wir jetzt den Topf schön aus. Ja. Und dann kommt die Reibekuchenmasse da rein. Da rein vermischen wir dann noch die Zwiebelchen und die Mettwürstchen. Das wird so lecker. Und dann kommt das ganze Gerät auf den Grill. Den Black habe ich schon mal vorgeheizt. Ah, nehmen wir den Black, ja, das ist eine gute Idee. Ja, alle anderen sind ja besetzt. Eben. Ich habe gerade schon überlegt, wo wir das machen können. Nur als kleines Ding. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge die Videos rauskommen. Ich auch nicht. Das wissen wir nie. Aber hier liegt ein 3 Kilo Tomahawk drauf. 3 Kilo. Ein Oschi. Ja.
auf ihm liegt zwei Dutch-Öfen drauf, die gerade eingebrannt werden. Also ist nicht so lecker, aber nee. Für Leute, die Eisenmangel haben, die etwas können auch daran lecken. Ja, und da hinten auf dem Black, den ihr im Moment nicht seht, da kommt dann nachher unser Döppelkuchen drauf. Druff. Könnt immer mal wieder durch. Ne? Stimmt. Wir haben euch gesagt, wir sind hier im Rheinland. Ne? Wird das nicht schön hier? Ja. Aber ich würde sagen, Emanuel legt aus. Und dann machen wir die Kameras wieder an. Bin noch ein bisschen beschäftigt. Der braucht, so ist so langsam der Kerl. Ich mach das auch mit Liebe und schön. Ach, guck ja. mal, wie schön das wird. Ach ja. Mhm. So, Emanuel hat sein Kunstwerk beendet. Ist es schön geworden? Das zeigen wir euch gleich. Und jetzt haben wir hier, das sind jetzt 2 Kilo von dem Reibekuchenmasse. Ich sage euch auch direkt, für mich schmeckt die am besten von, das sind von all die Supermärkte. All den Supermärkten, ja. Okay, die, ohne Werbung zu machen. Ja. Die schmeckt wirklich sehr gut. Mhm. Jetzt packen wir einfach die dazu. Ja. Du hast die Händchen noch sauber. Immer noch. Ein bisschen was umrühren oder vermengen und dann kommt das so in den Topf, den ich dann in der Zeit hole. Ja, einfach alles rein, meinst du, ne? Rein und schön miteinander vermengen. Ich bin ja nicht so der Rheinländer-Profi, deswegen müssen wir da immer gucken, dass wir auch keinen Mist machen. Aber du meinst ja auch, eigentlich kann man nichts falsch machen, weil man einfach alles da reinpacken kann, was man möchte. In der Küche ist, was im Kühlschrank ist und weg muss, das kann man eigentlich da reinmischen. Das ist ja eigentlich perfekt. So, und jetzt? Einfach schön drin. Das von überall ein bisschen Zwiebelchen oder Ölisch, wie der Rheinländer sät. Wie? Ne? Ein bisschen Ölisch. Ölisch? Ölisch ist Zwiebeln. Echt? Ja. Okay. So, und dann, aber hier, guck mal, hat der Emanuel nicht schön gemacht. Mhm. Ach, dann, etwas Lob in die Kommentare. Das ist doch ein Bild für die Götter, hä? Und achso, wenn ihr den 6-Liter-Dopf von Taino benutzt oder einen anderen, es soll ja auch Leute geben, die andere Sachen benutzen, ja. 200 Gramm Bacon war was wenig. Also es sind 400 Gramm drin und es hätten auch noch ein bisschen mehr sein können, also... Ich habe mich da echt vertan mit der Menge. Gut, dass dir das auch mal passiert. Ne? Ja. Sonst kriege ich immer Ärger, wenn ich zu wenig kaufe. Ärger. Ja, irgendeinen Kommentar gibt es immer. Aber gut. Ja, Kommentar kriegst du auch so. Ja, eben. Selbst wenn du es richtig machst. So, was meinst du? Ich würde sagen, rein damit. Rinn damit, ne? Bratz. Macht auch wieder Spaß. Ja. Du spritzt, sorry. Alte Sau. Hoppla. Ferkel, Entschuldigung. Falls Kinder dazu hören, habe ich nicht gesagt. Ja. Muss man ja immer eingeben bei YouTube. Genau, wegen der Sprache. Müssen wir das jetzt anders deklarieren? Ich vermute, ja. So, dann verteilen wir das da einfach. Genau. Ohne dass wir das Backpapier lösen. Lecker. Hier fehlen noch ein paar. Wie sind die Zwiebeln? Ölisch. Kann ich mir nicht merken. Okay. Denk einfach an Öl. Aber was hat Öl mit Zwiebeln zu tun? Frag mich nicht. Ich weiß nur, dass es ölisch heißt. Warum er ölisch heißt, kann ich dir nicht sagen. Aber heißt, also eine Zwiebel ist ein ölisch? Oder? Ist ölisch, ja. Ob da jetzt Mehrzahl und nicht Mehrzahl, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Okay. Weil ich bin ja kein Kölner. Ach so, ich dachte, du kommst aus Original Köln. Nicht. Nee. Aber Rheinländer bist du. Naja, Siegländer, wenn du es genau wissen willst. Ich bin in Siegburg geboren. Ah, tatsächlich. Das ist ja auch schön. So, und jetzt klappen wir jetzt einfach, sag doch mal im Kölner. Klappen wir die ganze Kiste einfach. Solange man in Siegburg kein Altbier trinkt, glaube ich, ist alles gut. Ne? Ach nee, aber wenn du als Siegburger zu einem Kölner sagst, du bist Kölner, dann haut er dir auf die Schnauze. Ja, klar, logisch. Du bist nur Kölner, wenn du innerhalb der Stadtmauer geboren bist. So, das heißt, selbst wenn du in Kalk geboren bist? Ne, wenn das nicht innerhalb der Stadtmauer ist? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Stadtmauer war, ich weiß auch nicht. Also zumindest war es früher mal so. Oder früher hieß es auch wegen, auch die Brauereien, die sich Kölsch nennen, mussten innerhalb der Stadtmauer gebraut worden. Aber das ist jetzt anders, ne? Die müssen nur den Dom irgendwie sehen. Ja, irgendwie so. Aber früher war das, mussten die, also rein theoretisch, wir haben ja hier, wie weit sind wir hier?
von Köln weg? Was haben wir so, 20 Kilometer? Luftlinie höchstens, 15 eher. Ne? Auf jeden Fall, hier gibt es ja, eine kleine Brauerei, die Pfaffenbrauerei. Ja. Sehr bekannt in Köln, Päffgen. Ja. Das sind Brüder. Ja. Die haben sich ja verstritten, der ist denn hier hingekommen. Und rein theoretisch, er kann von seiner Brauerei hier den Dom sehen, dürfte er sein Pfaffenbrau Kölsch nennen. Okay, aber er nennt es anders. Er nennt es nicht Pfaffenbräu. Hm. Aber ein tolles Bier. Ja. So, und sieht das nicht schön aus? Sieht richtig schön aus. Wie hatten wir letztens doch schon, Da Vinci hätte es nicht besser machen können. Ne? Oder war das Michelangelo? Egal, in dem Fall ist es diesmal Da Vinci. Dann hätte der hier den Bacon an die Sixtinische Kapelle gebappt. Ne? So, okay, jetzt machen wir einen Deckel drauf und der wandert jetzt einfach so auf den Gasgrill. Den habe ich eingeregelt in direkte Hitze, ungefähr 180 Grad. Und ich würde sagen, ein gutes Stündchen. Echt so lang? Ja, ich habe so Hunger. Oh, okay. Bis gleich. Stefan, ich habe so Hunger. So willst du Meckes fahren? Ja. Pizza bestellen. Genau. Ach. Aber Stunde ist rum. Ja, eine lange, lange, lange Stunde. Und das Schöne ist, wir wissen es schon. Wir wissen es schon. Weil ich habe den Deckel schon abgemacht. Und wir wissen, wie es riecht. Und es riecht wieder so gut. Und ich würde sagen, hol den Dopp. Ja. Einmal ein Handschuh, das ist nämlich eine liegt heiße Kiste. Da. Ach, ich bin ein Rechtshänder. Na, ich auch, aber. Halt. Wow. Okay. Krass, sieht das gut aus. Ich kann direkt ein bisschen Bizeps-Training. Ja. Wow. Ja. Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Ich würde sagen, es ist ein Döppelkuchen, kein Hammer. Ach so. Okay, ist mir egal, ich habe Hunger. Auf geht's. Bitte. Vielen Dank. Der Herr. Mhm. Wie halt auch als Serviervorschlag. Dopf nehmen, auf den Tisch, Teller, jeder soll sich rausholen. Ja. Das ist ein traditionelles, bürgerliches Essen. Eigentlich würde man direkt aus dem Dopf essen, oder? Ach nee, eigentlich nicht. Okay, jetzt pass auf, ob ich das da so rauskriege, ist die andere Frage. Vielleicht besser mit Handschuhe, dann kannst du ihn nämlich festhalten. Ja, genau. Sonst kriege ich nämlich den Bacon nicht mit. Ich denke, du möchtest bestimmt ein bisschen Bacon mit haben. Ach ja. Ne? Wenn es keine Umstände bereitet. So. Das ist das Schöne an dem Backpapier, es ist essbar. Und auch Genuss. Wow. Boah, guck mal, wie das da am Brutzeln ist. Hammer. Aber so heiß. Halt ne, mal hoch in die Kamera. Ja, pass auf. Rechte. Aber hier. Ja? Der linke. Ja, jetzt schaut mal her. Hier noch mit Abendsonne dabei. Hammer. Komm, mach weiter. Ja. Auf geht's. Boah, du hast mir meinen Bacon. Den ja, möchte ich auch. Kriegst du noch. Der so vor sich hin brutzelt. Hier, ne? Jawohl, so. Oh ja. Okay, ich brauche auch so ein Stück. Das gibt einen Orgasmus im Mund. Und nicht, dass ihr denkt, was ihr zwei, wir sind so verfressen. Wir haben noch Hilfe, die steht nur hinter der Kamera. Und der hat auch schon mega Hunger. Die sind ja mehr wie einer. Die Hilfen. Die haben alle Hunger. So. Schieb mal ein Stückchen auf Seite, damit man uns auch sieht. Ja. Ja, du hast den Handschuh schon wieder ausgezogen. Ja, warte. So einfach. Jetzt kann ich es aber wirklich nicht mehr erwarten. Das ist kontraproduktiv. Besser ist in der anderen Richtung. Dahin meinst du? Ja, weil die Kamera nimmt da auf. So. So, okay. Dille. Werkzeug. Vielen Dank. Gut, ich bin so frei. Ich auch. Da kenne ich eh nichts. Ich glaube, es ist heiß. Ne? Schön pusten. Genau das. Wow. So einfach und so lecker. Unfassbar lecker.
Super. Mhm. Braucht so nichts dazu. Einfach so perfekt. Hm. Deftig, rheinländisch. Lecker. Super lecker. Mhm. Super lecker. Mhm. Also, will jetzt in Ruhe essen. Mhm. Also, was macht ihr? Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, falls ihr es noch nicht getan habt. Und einen freundlichen Kommentar drunter. Dann würde der Emanuel sich richtig freuen. Freu und weint er immer. Ja, ja, abends heimlich. Der schläft, wenn er vor dem Einschlafen liegt, in seinem Bettchen und weint, wenn keiner einen freundlichen Kommentar hinterlassen hat. Und ja, dann wieder Onkel, Tante, Hund, Katze, Maus Bescheid sagen. Das alle sollen sich das Video angucken. Wir essen auf. Ja. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Nächsten Donnerstag, 17 Uhr. Tschö. Macht's gut. Tschüss. Auf geht's. Krass. Sowas Leckeres. Mhm.